Ich werde immer wieder gefragt, Felix, was sind eigentlich die 5 größten Fehler, die Startups und Gründer machen können? Und da gibt es eine ganze Menge Fehler und ich will dir heute die 5 größten Fehler sagen, die ich in den vergangenen 1000 Gründungen, die wir mitbegleitet haben, sozusagen gemerkt habe. Und das einfach mal komprimiert. Und die Fehler stelle ich dir heute vor, so kannst du diese Fehler vermeiden und kannst deine eigene Gründung noch auf eine bessere Stufe bringen. Also, Fehler Nummer 1, den ich ganz häufig gemerkt habe, ist, und so hart das klingt, niemand braucht das Produkt. Um es mal ganz hart zu sagen, es gibt extrem viele Gründer, extrem viele Startups oder Unternehmer, die starten mit einem Produkt, was eigentlich niemand braucht. Nur, und ich weiß, es klingt hart, nur weil man selber glaubt, dass der Markt dieses Produkt braucht, heißt es nicht, dass der Markt dieses Produkt braucht. Ja? Das heißt, was ich immer empfehle, ist, mit ganz vielen Menschen darüber zu sprechen, über die Idee, über das Produkt zu sprechen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber Felix, pass mal auf, das ist total kompliziert, weil die Leute, die kennen dann alle meine Idee und mein Produkt. Hey, das werden die später auch. Wenn du jetzt nicht bereit bist, mit Leuten über deine Idee zu sprechen, dann wirst du nachher eine Idee eventuell haben, die niemand braucht. Also sprich mit Leuten über diese Idee. Was ganz, ganz wichtig ist, sprich mit Leuten, die mit dem Produkt eigentlich erstmal vielleicht gar nichts zu tun haben. Wir machen immer den Fehler, dass wir dann mit Leuten über dieses Produkt oder über diese Dienstleistung sprechen, die uns relativ nah sind. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen ganzen Jungs über ein Produkt spreche, was mit Fußball zu tun hat, mit Weggehen zu tun hat oder weiß ich nicht was, dann kann es gut sein, dass dieses Produkt eigentlich letztendlich von denen zwar gekauft würde, aber dass die große Masse das Produkt selber nie kaufen würde. Das heißt, meine Empfehlung ist hier, sprich vor allem mit Leuten darüber, sprich mit Nichtkunden darüber. Also sprich mit Leuten darüber, die dieses Produkt potenziell gar nicht kaufen würden. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mit deiner Großmutter, mit deiner Mutter, mit deiner Tante, mit wem auch immer. Und mach wirklich eine kleine Marktforschung. Mach eine kleine Marktforschung und befrag die Leute und die werden dir dann vielleicht sagen, was kannst du an dem Produkt besser machen oder anders machen. Was ich super hilfreich finde ist, wenn die Leute, die dein Produkt nicht kaufen würden, dir sagen, warum sie es nicht kaufen. Weil wenn sie dir das sagen, weißt du, was du an deinem Produkt besser oder anders machen könntest. Und dann kriegst du diese Nichtkunden zu Kunden. Also das heißt, kreier bitte ein Produkt, was die Leute brauchen und klär das vorher ab, bevor du damit startest. Ganz wichtiger Punkt. Der zweite große Punkt, Thema Kapital. Eine große Erfahrung, die ich leider gemacht habe, ist, dass es extrem viele Gründer und Startupper gibt, die mit einem Produkt gestartet sind, mit einer tollen Idee gestartet sind, denen aber zu früh das Geld zum Beispiel ausgegangen ist, weil sie etwa in ihrem Businessplan oder in ihrer Kalkulation einfach zu wenig Kapital eingeplant haben. Das heißt, du solltest schauen, dass du ausreichend Kapital hast, auch für Zeiten, in denen man vielleicht mal nicht so viel Umsatz macht oder in denen es nicht so gut läuft. Dafür brauchst du ausreichend Kapital. Und gerade auch für den Start, gerade auch für das Marketing, ein Produkt besteht immer aus 2 Sachen. Aus der guten Idee und der richtigen Vermarktung. Und wenn du nicht genug Kapital hast, um das Produkt zu vermarkten, dann wird es nach hinten raus extrem schwierig. Das heißt, versuche ganz genau zu planen, wie viel Kapital brauche ich für meine Idee. Bau dir aber auch einen entsprechenden Puffer ein, damit das letztendlich auch funktionieren kann. Also das Kapital vorher zu beschaffen, weil wenn du später oder währenddessen zu einer Bank gehst und sagst, ah, ich habe gemerkt, ich habe am Anfang ein bisschen falsch kalkuliert, wer gibt dir denn dann noch Geld? Keiner. Und wie oft habe ich das dann erlebt, dass diese Idee nie mehr umgesetzt wurde oder leider hat diese Zeit, diese Anfangszeit sozusagen nicht gereicht. Das ist wie so eine Rakete, die Treibstoff braucht. Wenn du es aber nicht schaffst, diese Rakete oben in den Orbit zu bringen, sondern dir dieser Treibstoff auf halber Strecke ausgeht, dann kannst du nicht mal eben zur Bank laufen und sagen, gib mir noch mal eben Geld, weil dann ist die Rakete ja schon wieder auf dem Weg nach unten. Also ausreichend Kapital zu beschaffen. Thema Nummer 3, Vertrieb. Keiner von uns hat ja wirklich Vertrieb studiert oder sich mit Sales oder mit ähnlichen Dingen in letzter Zeit auseinandergesetzt. Oder die wenigsten haben das. Währenddessen, wenn wir uns unsere Großeltern, Eltern mal anschauen, dann gab es da ja richtige Vertriebsprofis. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele Startups und viele Gründer daran scheitern, dass sie eben von Vertrieb und von Sales eben nicht mehr entsprechend Ahnung haben. Das heißt, du solltest dich in diesem Bereich, wenn du keine Ahnung hast, definitiv weiterbilden, definitiv ausbilden, dir definitiv Eigenschaften aneignen. Ich muss immer daran denken, wo mein damaliger Chef in mein Büro kam und sagte zu mir, hey, ich habe für dich 50.000 Leads. Ich habe 50.000 potenziellen Kunden und ich sagte, boah, super, geil, wie denn? Und er legte mir dann das Telefonbuch unserer Stadt dahin und hat gesagt, ja hier, ruf mal an. Das war gruselig. Aber durch diese ganzen sogenannten Cold Calls, die ich da gemacht habe, konnte ich mir ein wenig diese Vertriebsaffinität aneignen. Das heißt, das empfehle ich dir absolut, das selber zu tun. Also, wenn du kein Vertriebler bist, eigne dir das an. Geh auf Workshops, geh auf Schulungen und lass dir diese Vertriebsaffinität einprügeln.
bis du das kannst, weil du bist derjenige, der dein Produkt nachher verkaufen muss, der deine Idee rüberbringen muss. Und das solltest du definitiv lernen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Vierter großer Punkt, Thema Fokus. Du kennst das sicher von Freunden, von Bekannten, die zu dir kommen und sagen, hey, ich habe eine super Idee, boah, geil, das wird das nächste große Ding. Und drei Tage später kommen die zu dir und du fragst, hey, wie war das denn mit deiner Idee? Und die sagen, ach was, ey, ich habe eine ganz andere Idee. Ich habe jetzt sowas Cooles vor, ich will sowas Großes machen, das wird definitiv funktionieren. Und das finde ich extrem interessant, aber das ist in der Existenzgründung als Startup, als Gründer eine extrem große Schwierigkeit. Wenn du dich immer wieder von deinem eigenen Fokus, von deinem eigenen Weg sozusagen ableiten lässt, dann wirst du immer mal hier was machen, dann wirst du da was machen, dann wirst du da was machen, dann wirst du da was machen. Ja? Aber es kommt ja darauf an, dass du selber quasi in diese Richtung läufst. Und das finde ich eben extrem wichtig. Also das heißt, du solltest hier eben einen entsprechenden Fokus setzen für dich selber. Auch wenn andere kommen und sagen, lass uns doch da mal was zusammen machen, lass uns da mal was zusammen machen, lass uns da mal was machen oder wir machen hier was zusammen, kommt es darauf an, dass du doch deinen Weg gehen willst. Das heißt, du musst wissen, wo will ich denn hin? Wo will ich in nächste Woche Freitag sein? Wo will ich in 3 Monaten sein? Wo will ich in 5 Jahren sein? Und das spielt eine extrem große Rolle, sich für sich selber einen eigenen Fokus zu setzen und immer auf diesen Fokus, auf dein eigenes Ziel hinzuarbeiten. Letzter großer Punkt, den ich gemerkt habe aus meiner persönlichen Erfahrung, warum ich glaube, warum viele Startups gescheitert sind, ist der Punkt Motivation, beziehungsweise vor allem in dem Bereich das Umgehen mit Scheitern. Ich habe immer wieder Leute bei mir im Büro sitzen und das liebe ich, die total motiviert sind für ihre Idee, die richtig Bock haben, sich was Eigenes aufzubauen, die was Eigenes machen wollen, was Eigenes kreieren wollen. Und das finde ich super und total toll. Aber wie oft spüre ich dann nach einer Woche, nach einem Monat oder nach einem halben Jahr, dass diese eigentlich vorhandene Grundmotivation, die am Anfang sozusagen da war, ein Stück weit verschwunden ist. Und darum finde ich es wichtig, wenn du etwas machen willst, dann prüf dich erstmal selber, wie stark ist hier meine Motivation, wie sehr will ich das? Will ich das auch morgen noch, auch übermorgen noch? Wie oft kennen wir das, dass wir uns heute unbedingt eine Jacke kaufen wollen und die Jacke morgen oder übermorgen eigentlich gar nicht mehr anziehen? Und das funktioniert in einer Gründung nicht. Da muss ein Feuer sein, was ewig lodert oder zumindest mal sehr, sehr lang. Das heißt, hinterfrag da auch deine eigene Motivation und schau dir das genau an. Auch wenn du jetzt Bock hast, es zu machen, gib dir ein bisschen Zeit, das wirken zu lassen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ob diese Motivation wirklich langfristig ist. Das sind aus meiner Erfahrung die 5 Punkte, warum die meisten Startups und Gründer scheitern. Wenn du die berücksichtigst, kommst du deinem Schritt schon ein großes, großes Stück näher.